Dann geht das irgendwie weiter. Bühnenoutfit ist nämlich ein gutes Stichwort, weil wir haben ja eine Gesangskarriere gestartet, von der du vielleicht noch nicht weißt. Und wir bräuchten gleich auch ein Bühnenoutfit dafür. Also es wird jetzt hier im Studio gleich eine exklusive Weltpremiere geben. Einen Rap-Song, den Basti und ich zusammen mit großartigen Künstlern aus der Türkei, Mahuji und Susan, produziert haben. Oh. Ich habe gerappt, das müsst ihr sehen, glaubt mir. Das ist Mahuji. Sehr begnadeter Künstler, er und Susan haben uns da begleitet auf dieser Reise. Und wie das Ganze in Istanbul ablief, das zeigen wir euch jetzt. Ich glaube, Jungs, wir tun jetzt so, als wären keine Kameras im Treppenhaus. Okay. Hallo. Oh, das ist ja. Merhaba, Abi. Hey, Merhaba, Abi. Welcome, welcome. Also, wir haben nicht so viel Zeit. Deswegen sollten wir sofort jetzt mal loslegen. Wir sind angekommen, der Produzent Ünal, dann der Rapper Mahuji und natürlich Susan. Ey, alle geile Leute. Burum yanımdan ayrılmaz gölgem gibi bitirim ikili gibi gelsin önden biri yak paraları yak paraları yak. Der Text war krass, den er geschrieben hat, seine Art zu rappen, the flow, killer. Wirklich, ich feiere ihn wirklich 100% Respekt, Mann. Wahnsinn. Kaçtı senin otobüs, madan yapıyorlar bro seni teneffüs. Moonlight, baby. Da denkt man sich schon, okay, das Level ist krass. Wir haben uns innerhalb weniger Sekunden perfekt in diese Welt eingefügt. Ich bin ja wie ein Chamäleon. Bro. 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 Basti hat ein Problem, er hat ein Taktproblem. Du bist out of time, du musst mit ihm zusammen. Beat geht los und dann siehst du, wie er... Bro. Du warst wieder Offbeat. Ich war wieder Offbeat? Ja. Wir müssen einfach nur sagen, Bro. Und Basti hat da schon abgekackt. Aber ich fand mich schon ziemlich Onbeat. Aber wir waren doch gleichzeitig, oder waren wir nicht gleichzeitig? Und ein bisschen mehr Attitude. Also, Bro. Aber im Herzen bin ich schon ein Gangster. Bro. Bro. Ja, aber du solltest es nicht so machen, auch wenn du es sagst. Sie haben meine Rolle dann noch etwas erhöht. Ich durfte noch zweimal Dümtek, Tiki-Taka, Tiki-Taka sagen. Dümtek. Mach mal die Stelle, du machst du die Stelle. Dümtek. Ah, da war ich aus. Eigentlich sieht er aus wie so ein hängengebliebener Tyrannosaurus Rex, der nur einen Arm hat. Dümtek. Ich bin Basti. Hey. Dümtek. Machen wir nochmal? Ja, also Maho und Susan. Die wussten nicht, sollen wir lachen, sollen wir weinen? Meint er das ernst? Aber war schon ganz gut, würdest du sagen, ne? War richtig gut. Hey, war super. Hey, danke. Also ich habe gesehen, als Basti so gerappt hat, nach 10 Sekunden habe ich gesehen, wie er Steuerung alt entfernen gedrückt hat und sein Computer auf Neustart. Dümtek. Ich glaube, der T-Rex ist echt glücklich, dass er ausgestorben ist und das nicht miterleben musste. Dafür kann man ja am Computer heutzutage, diese jungen Leute können da ja alles schneiden. Ich nehme ganz kurz die Einzelpassage, nehmen wir auf. Sürmex, tata, kadar, hadi, dümtek, bro. Yap, bana, passan, kitiki, taka, bro. Bölüşelim, biri sana, biri bana, bro. Even dir, kuturuyor, garibana, bro. Kim bakatı söyle, böyle garibana, bro. Yo. Maho, sen öğretti, oder? Das war schon ganz gut, aber ich fand mein Dümtek trotzdem besser. Also, wir fangen jetzt an mit den Dreharbeiten. Ich war schon im Kostüm. Basti durfte seine normalen Clubklamotten anziehen. Also, die Voraussetzung, um in der Türkei so ein Fahrzeug fahren zu dürfen, ist, dass man sich vorne reinsetzt und losfährt. Wir sind jetzt ungefähr 50 Minuten in diesem unklimatisierten 50er-Jahre-Bus der Firma Zündapp durch Istanbul gefahren. Mit Innenfutter, die Bastarde. Wir haben einen Sommerdreh, wir sind in der Türkei, es sind 32 Grad. Wir haben einfach Schaf getötet und haben das noch reingenäht. Es wurde viel gedreht, es wurde von außen gedreht, innen gedreht. Ich glaube, Mahoji hat sich einen Joint gedreht, das war wirklich super. Das Widerlichste an der ganzen Fahrt ist, wenn Basti seinen Arsch an die Scheibe reibt. Viele junge Frauen haben mir schon Blicke zugeworfen, haben mir signalisiert, auf gar keinen Fall. Hey. Hast du gesehen? Action-Szene. Bei mir ist alles ist nicht. Ja, Alarm für Cobra 11 hat angerufen. Die wollen mal, dass ich mit Erdogan Atalay auf eine brennende Mercedes springe. Bei dir ist eher Alarm für Blindschleiche 12, Alter. Ja, ja.
Kamera? Yak paraları, yak bana böyle kibarlar. Akşam beyin alim söylendi. Yap bana pas sanki tiki taka. Pick up Master Bratwurst Baklava. Bastian Bielendorf vor 2 Meter Chewbacca. Özcan Joscha nur die Melf auf dem Kopf. Was kann er? Istanbul'dan selamlar. Full HD Ekranda. Im Zirkus, heute prominent. Früher Breakdance, jetzt super Talent. Super, perfekt. Danke. Wir haben uns hier irgendwie reingezeckt in die ganze Geschichte. Und die Produzentin musste sagen immer, hey, super. Wunderbar, super. Aber ich habe gemerkt, sie hat uns schon beide blockiert auf Instagram. Ich habe den Tag gezeichnet, wie ihn gemeldet. Das ist nun mal so. Ich bin sehr zufrieden mit mir selbst. An allen Punkten eigentlich. Nein. Aber sehr toll. Hey, ich musste gerade echt hart lachen. Ne? Also. Özcan hat diesen Bus wirklich im Musikvideo gefahren. Und ich habe mir natürlich als guter Deutscher vorher von ihm sein Führerscheinfoto zeigen lassen. Und das haben wir heute hier. Das ist der Originalführerschein von Özcan Kosa. Aber Özcan macht es super. Da war ich 19 auf dem Foto. Die dritte Haftzeit lag gerade hinter dir. Das ist wie so ein Kleinkrimineller, oder? Was ist, hast du den Bart mit dem Edding gemalt? Was ist das? Nee, das Geile ist, guck mal, meine Nase, wie krumm die ist. Das ist ja krass. Das Ding ist, immer wenn ich jetzt beim Autofahren angehalten werde, ich zeig diesen Führerschein, dann guckt die Polizei, guckt auf mich und meint so, ist ja noch mal gut gegangen.